Spüre den Fluss deines Atems und den Schlag deines Herzens. Mit jedem Atmen fällt es dir leichter und leichter, deine Gefühle durch dich fließen zu lassen. Tut gut. Und in dem Moment, wo du spürst, dass du nicht deine Gefühle bist und deine Gefühle einfach durch dich hindurch fließen, bewegt sich etwas in dir vom Problem zur Lösung. In dieser Hypnose lernt ein unbewusster Teil von dir, das Problem jetzt loslassen, ist genau das Richtige. Die Lösung jetzt wahrnehmen. Kommt als nächstes ein ganz natürlicher Vorgang. Dein Unbewusstes kennt die Lösung bereits. Nicht nur eine, viele Lösungen tun dir gut und du hast die Wahl. Du kannst einfach auswählen, was du möchtest. Und dafür ist diese Hypnose jetzt für dich geschaffen worden, indem du einfach zuhörst und meiner Stimme folgst, führe ich dich in Kontakt mit deinem Unbewussten, mit dem Teil von dir, der dein Herz schlagen lässt und deine Wunden heilen lässt, auch wenn wir nicht wissen, wie es das macht. Und mit jedem Moment, mit jedem Atmen gibt es eine engere Verbindung mit diesem machtvollen Teil, der von dir nur eines braucht. Einen klaren Auftrag, eine eindeutige Motivation, gegeben in einem Zustand wie diesem. Eine Anleitung brauchst du nicht zu geben. Denn dieser Teil deines Unbewussten kennt die Lösungen. Dein Problem kannst du jetzt benennen. Benenne es konkret und detailliert und lass dir Zeit, es genau zu benennen, wie es ist und dann, wie es sein soll. Wie es ist zuerst. Und wie es sein soll, danach. Beantworte die Fragen, wie es ist, wer, wie, was, wann, wo. Und dann, wie soll es sein? Genauso konkret, genauso detailliert, erreichbar. Und auf einen bestimmten Zeitrahmen eingestellt. Etwas, was dich motiviert. Wer, wie, was, wann, wo. Und indem du dir ein klares Ziel vorgibst, das erreichbar ist, das dich motiviert, das für dich einen richtig guten Schritt in eine gewünschte Richtung darstellt. Ein Ziel, was dir gut tut, wenn du dich auf es zubewegst, weil du mit jedem Schritt eine gute Stimmung für dich spürst. Genauso geht das. Und du brauchst dir keine Gedanken zu machen, wie es geschieht, dass du von deinem Ist-Zustand zu deinem Ziel kommst, wie es sein soll. Erlaube dir, jetzt tiefer zu gehen, dorthin, wo dein Unbewusstes ist, wo du es kontaktieren kannst, anstatt nur seine Botschaften zu empfangen, ihm auch
etwas erklären, was du möchtest. Dafür zähle ich jetzt für dich von 10 auf 1. Und bei jeder Zahl wird es dir leichter und leichter fallen, loszulassen, zu entspannen, im Hier und Jetzt zu sein, ist dann ganz einfach. 10, 9, 8. Entspanne die Muskeln um deine Augen herum. 7, 6 und nun die Muskeln deines Körpers. 5, 4. Atme einmal tief aus, dann wieder ein. Halte für einen Moment den Atem an. Und wenn du bereit bist, noch tiefer in die Hypnose zu gehen, atme aus. 3. Tiefer und tiefer. Öffne für einen Moment deine Augen. Und dann schließe sie wieder und geh doppelt so tief. 2. Öffne noch einmal deine Augen. Und schließe sie wieder und gehe doppelt so tief. 1. 1, 1. Und nun bist du in diesem Bereich, der schon in der Nähe ist von deinem Unbewussten. Und wir gehen jetzt noch etwas tiefer. Geh einfach davon aus, dass du jetzt in der Alpha-Ebene der Entspannung bist. Und wir gehen tiefer in die Beta-Ebene. Nun bitte ich einfach den Teil von dir, der genau weiß, wie das funktioniert. Geh jetzt von dieser Ebene Alpha in die Ebene darunter, noch tiefere Entspannung, Beta. Ja, genau so. Sehe sehr gut. Und nun teile deinem Unbewussten mit, worunter du zurzeit leidest, weil das Problem nicht gelöst ist. Erkläre es deinem Unbewussten. Für einen Moment. Du kannst es tun, während ich für dich spreche. Und dein Verstand wird sagen, ich brauche mehr Zeit, ich brauche dies, ich brauche das und es ist nicht wichtig. Allein zu hören, denke daran, wie dich die Probleme belasten, ist bereits genug. Du brauchst im Grunde nicht mehr zu tun. Und nun denke daran, in welcher Stimmung du sein möchtest, wie soll es sein? In welcher Stimmung möchtest du sein? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du dich in deinem Körper wahrnehmen? Wie möchtest du deinen Tag verbringen, nachdem dieses Problem gelöst ist und die Lösung richtig gut funktioniert? Was möchtest du tun? Auf welche Weise soll es dir gut gehen? Und auch hier braucht dein Verstand im Grunde gar nichts machen. Denn das, was ich dir jetzt sage, ist schon genug Anregung für den Teil von dir, der die eigentliche Arbeit vollbringt. Und indem ich diese Dinge anspreche, bekommt dein Unbewusstes bereits einen Auftrag. Und du brauchst nur meine Stimme zuzuhören. Und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, aus einem Problem eine Lösung zu machen, noch eine, sehr viele. Und es ist deine Wahl, welche Lösung du magst, welche Lösung dir am besten gefällt, wirst du spüren, weil sie dein Herz jubeln lässt und dich mitnimmt in eine wundervolle Stimmung. Denn alles,
ist das, was wirklich zu dir passt, zeigt sich durch diese angenehme Stimmung, durch dieses lebendige Gefühl in dir, zeigt sich, was zu dir gehört. Und es fällt dir leicht, es fällt dir so leicht, dass du schon beinahe denkst, das ist ja gar keine Arbeit. Und ja, das ist wahr. Du brauchst nicht zu arbeiten dafür, nur die Dinge zu nutzen, die zu dir kommen. Und die Lösung durch dich hindurchfließen zu lassen, dich daran zu freuen, das Glück zu genießen, wenn sie eintrifft. Und ja, dein Verstand hat recht. Diese Hypnose ist nicht die übliche Art, wie du mit deinen Lernthemen umgehst, den Herausforderungen des Lebens zu Lösungen kommst. Und das machen wir jetzt, weil es ja auch mal einen Weg zu Lösungen geben soll. Wenn das nicht geklappt hat, was du üblicherweise tust, ist es Zeit für das Ungewöhnliche. Ersetze doch einfach mal die Gewohnheiten durch das Abenteuer, die eingespielten Routinen durch das Aufwachen in Wahrheit und Klarheit und den Reiz des Lebendigen, dem Ruf deines Herzens folgen, tut gut. Und du spürst, dass du bereits jetzt mehr in Richtung der Lösung kommst, denn dein Unbewusstes arbeitet bereits für dich. Es generiert bereits viele Lösungen und baut sie immer besser aus. Denn dein Erfolg beginnt in deinem Geist. Und ich werde dir jetzt einige Botschaften mitteilen, die dich in eine bessere Verfassung versetzen können, die dich unterstützen können, mehr du selbst zu sein, deine Kraft finden tut gut, deine Fantasie zur Lösung von Lernaufgaben einsetzen, ist genau das, was Spaß macht. Und indem du jede Herausforderung wahrnimmst wie eine Stunde im Fitnessstudio, wo du Gewichte bewegst, wo du merkst, wie deine Muskeln angesprochen werden und du weißt, dass deine Muskeln wachsen und du weißt, deine Weisheit wächst, deine Klugheit. Du wirst so richtig smart. Mit jeder Aufgabe, die du löst, entfaltet sich dein Potenzial, zeigt sich dir. Dein Potenzial entfaltet sich, deine Talente spürst du, du entdeckst sie, du siehst, was sie tun können, du hörst, was sie tun können, du fühlst diese besondere Stimmung, wenn du dabei bist, einen weiteren Erfolg in deinem Leben zu verwirklichen. Tut gut, denn damit bringst du nicht nur dich weiter, auch andere. Und je weiter du diesen Weg gehst, desto mehr verzweigen sich die Wege deiner Lösungen. Ganz ohne deinen bewussten Verstand gibt es mehr und mehr Lösungswege für dich. Und Unterstützung wird jetzt ganz selbstverständlich, ganz natürlich aufgebaut, denn dein Unbewusstes, dieser Teil von dir, der deine Probleme in Lösungen überführt, der weiß genau, was du für die Lösungen brauchst. Und er kann so vieles tun, er kann unglaubliche Dinge tun und ist gerade dabei, für dich ein Feld von Lösungen zu schaffen. Macht ihm Freude,
Und dein Unbewusstes ist glücklich, endlich mal die Aufträge zu bekommen, für dich zu sorgen auf eine neue Weise. Keine Probleme mehr, sondern Lernaufgaben. Keine Suche mehr, keine Hilflosigkeit, sondern das Finden und die Kraft in dir, die Weisheit. Du weißt, du kannst das. Du weißt, du schaffst das. Du weißt, die Umstände sind für dich. Und glückliche Zufälle stellen sich immer ein, wenn du sie brauchst. Denn du gehst deinen Weg. Du tust das, was du gut kannst, was du leicht lernst und was so viel Freude macht, wenn du es tust. Bekommst du automatisch Erfolge. Die Erfolge folgen dir, du folgst dem Erfolg. Mit jedem Erfolg folgst du zum nächsten Erfolg. Folgst du zum nächsten Erfolg. Folgst du zum nächsten Erfolg. Denn deine Stimmung führt dich. Und wenn du in deinem Herzen bist, voller Hingabe, voller Glück, genau das tust, wofür du hierher gekommen bist, fällt es dir so leicht, im Fluss zu sein, die Kreativität in dir fließen zu lassen, ist jetzt genau das Richtige. Und dein Verstand wird auch Aufgaben bekommen, kleinere, welche die er versteht. Und das, was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade in deinem Unbewussten vorbereitet wird, kann er nicht verstehen, braucht er auch gar nicht. Es funktioniert in jedem Tag in der Natur, in jedem Tag, in jeder Nacht. Woche für Woche, Monat für Monat, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen hat das Leben dafür gesorgt, dass die Dinge weitergehen. Sorgt das Leben dafür, dass Lösungen generiert werden. Und weißt du, Lösungen schaffen Kraft für dich. Und das Aktivieren deiner Potenziale setzt Weisheit frei. Vertrauen ist das sichere Fundament deines Lebensglücks. Wohlig und entspannt ruhst du im Hier und Jetzt. Du übernimmst Verantwortung nur in dem Maße, wie es für dich sinnvoll ist. Und delegierst das, was für dich nicht passend ist, an genau diejenigen, die das gut können. Und du gönnst dir ein reiches und erfülltes Leben. Deswegen lässt du los, was dir wenig Erfüllung schenkt und schaffst damit Raum für Glück und Erfolg und Wohlbefinden. In deinem Leben ist genau der Platz für den Erfolg, die Erfolge, die dir zustehen. Und in diesem Moment wird dir noch mehr klar, dass Erfolg eine Lebensweise ist und von jetzt ab deine Lebensweise sein kann, sagst du ja. Ja, ich bin im Erfolg. Der Erfolg folgt mir und ich folge dem Erfolg. Und in diesem Moment schon generiert mein Unbewusstes Lösungen, genau die richtigen, wundervollen Erfolge, denen ich folge. Und in jedem Moment spüre ich das Glück darüber, wie sich diese Erfolge vorbereiten, wie sie sich ausbreiten in meinem Leben. Und in dieser Gewissheit, in dieser wundervollen Stimmung, in diesem Gefühl von, jetzt habe ich alles getan, was nötig ist, um meinen Erfolg vorzubereiten, geht es jetzt an das Erwachen. Und es geht darum, den kleinen Rest
mit dem zu erledigen, was du gut kannst. Zupacken und loslegen. Und deswegen zähle ich jetzt für dich von 1 auf 10 und bei jeder Zahl wirst du wacher und klarer, bereit, Wunder zu erleben, voller guter Gedanken und Gefühle sein. 1, 2, dehn dich und streck dich. 3, 4, spüre deinen Körper. 5, 6, atme mal kräftig durch. 7, 8, öffne deine Augen, wach und klar, bereit, Erfolgen zu folgen. 9, 10, und hier bist du wieder im Hier und Jetzt, und jetzt geht's los. Genieße deine Erfolge.